Servus Leute, herzlich willkommen bei Mr. Breikopf und heute haben wir, glaube ich, ein ganz besonderes Video. Ich probiere hier zum einen mal den Kameraarm aus, der hoffentlich richtig mitschwenkt. Im Hintergrund seht ihr es schon, ich habe hier, also ich werde jetzt versuchen mit diesen Klammern und dem Greenscreen, hier werde ich versuchen den Greenscreen aufzubauen. So, ich habe mir so ein Stativ bestellt, so ein günstiges aus China und so eine Folie und dann werden wir mal schauen, wie gut das wirklich klappt, meine ersten Versuche. Ihr seid live dabei, bauen wir das ganze Ding einfach mal auf und zusammen. So. Genau, meine Kamera hat schlapp gemacht, deswegen habe ich euch zwischendrin das Intro eingeblendet. Aber wir sind immer noch beim Aufbau, jetzt mit stetiger Kamera. Gut. Haben wir hier einmal dieses wunderbare Greenscreen-Tuch. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das nicht doppelt nehme. Einfach nur, damit es besser drüber passt. Und es wäre ja auch hoch genug, um ehrlich zu sein. Das werde ich so machen. Jetzt haben sie mir diese Klammern hier mitgeliefert. Ach, die sind praktisch da, um das hier festzuklammern. Dann wäre es natürlich eine zweite Hand hilfreich. Aber die haben wir jetzt gerade nicht. Deswegen versuchen wir mal unser Glück. Ausleuchtung werde ich mit meiner LED machen. Die kennt ihr ja schon. So. So, also ihr seht das, ich habe sie jetzt halbwegs aufgebaut. Die Beleuchtung ist noch nicht ganz ideal, da werde ich noch ein bisschen mit dem Roller runterspielen. Und wenn das Ganze jetzt geklappt haben sollte, dann sollten wir jetzt einen eingefügten Hintergrund haben. Ich werde jetzt erstmal ein paar generische Stockfotos nehmen und die einfach im Hintergrund einfügen und würde mich dann einfach nochmal bei euch melden, je nachdem wie es geklappt hat. Das werden wir dann selber sehen. Da machen wir dann noch ein zweites Video dazu. Wie gesagt, viel Spaß! So, jetzt habe ich das Ganze geschnitten und ich bin eigentlich wirklich, wirklich sehr zufrieden mit diesem Endergebnis. Also, ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ich fand es jetzt gar nicht so schwer, das zu schneiden. Also, ich glaube, ich habe 20 Minuten gebraucht. Ich schneide mit DaVinci Resolve. Für Tutorials bin ich, glaube ich, trotzdem der falsche Ansprechpartner. Ich würde euch da einfach auf andere YouTuber verweisen. Aber ich finde es als erstes Ergebnis ganz cool. Die Stock Images ziehe ich von Pixabay, weil das ist eine ganz einfache Seite. Da meldet man sich an und darf, glaube ich, pro Tag 5 Bilder runterladen in voller Qualität. Finde ich eine faire Sache. Ich glaube, ich werde es jetzt für meine zukünftigen Videos das ein oder andere Mal benutzen, das mit dem Greenscreen, weil ich wirklich durchaus sehr zufrieden war. Also, wie fandet ihr es? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Abo da oder drückt es auf Gefällt mir, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao!